Okay, ich bin erst bei Lea angekommen. Ich hoffe überhaupt, dass sie zu Hause ist. Hallo! Hallo. Okay, los. Warte, ich muss die Tür zumachen. Der TikTok brennt. Los! Wir brauchen eine Glasflasche. Was? Warum ist das? Ich glaube, wir brauchen. Mein Lachen! Hallo! Mein Handy! Let's go! Oh mein Gott! Okay. So, wir haben. Jetzt musst du die Glasflasche festhalten und ich mach das jetzt da drüber. Und jetzt? Nein, das ist alles! Nein! Okay, wir haben es jetzt dran gemacht und jetzt muss man das nur noch umdrehen. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ja, glaube ich auch nicht. Ah, nein! Nein! Es hat überall geklappt! Überall hat es geklappt! Jetzt weiß ich ja, was du meinst, ich hab's auch schon mal gesehen. Ja, überall hat es geklappt! Wow. Warum funktioniert das nicht? Oh nein. So oh Mann. Okay. So Leute, jetzt sitzen wir auf Leas Sofa und machen jetzt den Freundschaftstest. Mal gucken, ob wir gute Freunde sind oder ob wir auch Freunde sind, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe auch einen Test für uns rausgesucht. Okay, die allererste Frage. Wie lange kennt ihr euch schon? Noch nicht so lange, erst seit ein paar Jahren, aber es kommt uns länger vor. Im Prinzip schon unser ganzes Leben oder zumindest sehr lange. Genau, wie lange kennen wir uns? Das zweite Eisenballer. Ja, ne? Seit dem cooler Sad-Video. Ja! The cooler Sad. Zweite Frage. Was macht ihr so, wenn ihr zusammen seid? Wir machen nichts zusammen. Manchmal langweilen wir uns, aber es dauert meist nur ein paar Minuten, dann finden wir wieder etwas Gutes. Alles Mögliche und es macht immer Spaß. Yeah! Wie oft seht ihr euch, abgesehen von der Schule und der Arbeit? Ein bis zweimal in der Woche. Wir versuchen uns auch wie möglich zu sehen, fast nie. Ein bis zweimal, ja. Oder? Habt ihr viel gemeinsam? Naja, die eine oder andere Sache. Ja, sehr viel. Sie, er ist quasi mein Klon. Oh mein Gott. Eigentlich gar nichts, deswegen gibt's auch mal Zock. Also mit dem Klon ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber... Ja, haben wir viel gemeinsam? Keine Ahnung, eigentlich... English Talking! Okay, Musik, Juice WRLD, hören wir doch auch. Ja, unser tolles Lied. Ja, Man of the Year. Ich würde einfach sagen, naja, die eine oder andere Sache. Fünfte Frage. Wie oft streitet ihr euch und wenn ja, wie lange? Wir streiten uns eigentlich ständig. Wovon redest du? Wir streiten nämlich ein Herz und eine Seele. Oh mein Gott, das ist irgendwie eher so ein Beziehungstest. Das ist so cringe. Manchmal kracht's zwar nicht so oft und auch nicht so lange. Eigentlich haben wir uns noch nie gestritten. Nein, ne? No. Warte. Ja, dann muss ich das ja nehmen. Ja. Ein Herz und eine Seele. Ja. Falls ihr euch gestritten habt, wie lange braucht ihr für eine Versöhnung? Was habe ich eben gesagt, falls es doch mal kracht, halten wir jetzt eigentlich kein Tag aus und schließen Frieden. Das kann schon mal über Wochen oder Monate gehen. Wir brauchen meistens ein paar Tage. Ja, wir haben uns noch nie gestritten. Das ist nichts mit. Stellt euch vor, ihr werdet in... Oh mein Gott. Das ist so cringe. Stellt euch vor, ihr werdet in denen dasselbe Typen Mädchen verknallen wie einig ihr euch. Was ist das eigentlich für ein Test? Ich habe mal irgendeinen genommen. Es herrscht ein bisschen Eiszeit, aber wir kriegen uns wieder ein. Wir checken ihn, sie uns gegenseitig. Da gibt es keine Einigung mehr. Es wird gekämpft bis aufs Blut. Was sind das für Antworten? Keine Ahnung, ich nehme einfach das wir kämpfen bis aufs Blut. Okay. So. Deine beste Freundin, dein bester Freund ist seit Tagen sehr verschwiegen. Was machst du? Ein Telefonat reicht schon. Ist das mein Problem? Ich gehe sofort zu ihm, ihr hin und frage nach, wo das Problem liegt. Ich würde sagen, ist das mein Problem? Also wenn man jetzt zusammen wäre, würde ich schon, glaube ich, fragen, was ist. Also ein Telefonat. Aber stell dir vor, man sitzt da zusammen im Raum und ruft den anderen dann an. Oh mein Gott, da hinzugehen. Genau, dann ich gehe sofort zu ihm. Okay. Ein anderes Mädchen will zu euch dazugehören. Was macht ihr? Oh, das reißt uns ziemlich auseinander. Oh mein Gott. Wir machen nur noch was mit dem. Am Anfang klappt es nicht so ganz, aber das kitten wir. Klar soll er sie das machen. Unsere Freundschaft ist unzerstörbar. Das ist so schlimm, aber eigentlich ist es ja das Letzte, als ob das jemanden juckt, wenn da jemand dazukommt. Kennst du seine, ihre geheimsten Geheimnisse? Ja, alle in- und auswendig, aber sie sind sicher. Ein paar und falls sie uns streiten würden, würde ich vielleicht welche ausplaudern. Ausplaudern. Nein, gar nicht. Ich vertraue ihm ihr nicht und umgekehrt. Welche Geheimnisse für dich, Lea, oder? Also, wow.
Was? Ich weiß, ich kenne keine Geheimnisse von dir. Ich glaube, ich weiß auch keine von dir. Der Freund, die Freundin hat deine beste Freundin, deinen besten Freund verlassen, was? Wie tröstest du sie ihn? Naja, mal anrufen ist drin, Schokolade gekauft, die war dir ausgeliehen, Taschentücher. Oh mein Gott. Was kann ich dafür? Also das zweite so ein bisschen, würde ich jetzt, glaube ich, so selber nicht machen. Ich glaube, ich würde anrufen. Ja. Anrufen, ne? Ja. Deine beste Freundin, dein bester Freund hat Mist gebaut und du wirst gefragt, ob du weißt, wer es war. Hältst du dicht? Klar, ich würde mir sogar die rechte, linke Hand abpacken lassen. Kommt drauf an, was das für Konsequenzen geben würde. Ich plaudere wie ein Wasserfall. Ja, ich würde das zweite sagen. Ich finde eins halt immer so komplett übertrieben. Als ob ich würde mir dafür die Hand abpacken lassen. Das ist so dumm irgendwie. Okay, damit nehme ich das zweite. Hast du schon mal von deiner besten Freundin, deinem besten Freund geträumt? Schon ein, zwei Mal. Aber sie hat keine Hauptrolle gespielt. Ja, voll oft und es waren immer coole Träume. Nein, und falls doch, war es ein Albtraum. Vor allem das letzte ist dann immer so, als würde man einen gleich hassen, weil man nicht von dem geträumt hat. Das ja, so. Habe ich auch nie von dir geträumt. Auch von dir geträumt. Passiert es dir manchmal, dass du stundenlang mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund die Telefonleitung blockierst, das Handy gut am aufbrauchst oder den Nachmittag verquatschst? Also, wir telefonieren ja eigentlich nicht, wir snappen dann ja. Ja, wir snappen und wir spielen immer so ein Spiel auf Snapchat die ganze Zeit. Naja, bisher ungefähr ein bis zwei Mal. Mit dem, der kann ich mich nicht länger als 10 Minuten unterhalten. Ja, fast täglich, wow, weißt du das? Ja, ich würde sagen fast täglich. Ja, wirklich täglich auf Snapchat. Ja. Und die letzte Frage für heute. Gott. So, der Test ist jetzt gleich vorbei. Was denkst du, wie das Ergebnis ist? Ja, schlecht, Mittelmaß, nicht das Schlechteste. Ist, aber auch nicht das beste Ergebnis. Ich schaffe die 100%. Ja, ich glaube 100% jetzt nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Eher schlecht würde ich glaube ich auch nicht Nein. sagen. Ich glaub, nimm die bitte. Ja, Mittelmaß. Okay. Die Auswertung. Oh Gott. Wow, Gratulation. Wow. Ihr seid fast wie Zwillinge. Oh mein Gott. Und ihr kennt euch wohl auch schon so lange wie Zwillinge. Es gibt nicht viel, was euch auseinanderbringen könnte. Und ihr teilt viele Gemeinsamkeiten. Ihr könntet ganze Tage damit verbringen zu quatschen. Eure Freundschaft ist stark wie Titanium. Oh mein Gott. Wenn man mal in schwierigen Zeiten steckt, braucht man eine Freundschaft, wie ihr sie habt. Passt darauf auf, sie ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Irgendwie ist das Scheiße so kitschig. Ja, ne? Das war, ich habe heute noch einen TikTok gesehen, da stand, wenn ihr länger als 6 Jahre befreundet seid, hält die Freundschaft für ewig. Das ist so, ich glaube an sowas nicht. Ich auch nicht. Ich glaube an sowas nicht. Wir sind gute Freunde. Bin ich toll. Jetzt einfach. Das ist die ganze Zeit dieser Hamster, aber den musst du jetzt mal ganz gut zeigen. Ja, der macht die ganze Zeit diese Geräusche. Er will sich befreien. Oh Mann. Nein. Lea, wahrscheinlich ist es gerade für ein Video. Ah, das größte Pferdeleckerli der Welt. Ja, wir haben vorhin ein Video gedreht. Wir haben das größte Pferdeleckerli gemacht. Ist aber gelungen. Oder vielleicht doch nicht? Ich glaube schon. Also mal, aber vielleicht der Mega-Fail. Okay, nein. Schaut auf jeden Fall rein, das Video kommt. Wann kommt das am Wochenende? Am Samstag. Am Samstag kommt das Video online. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Let's go. Yay!